Ja, das bringt uns zurück zur jahrzehntealten Frage: Schule schwänzen oder Schwänze schulen? Dirk stockt gerade beim Trinken. Ja, hier bei dem Sex on the Beach. Daneben steht der kleine Orgasmus. Ah, die klassischen Männerdrinks in der Bar. Ja, damit herzlich. Okay, hast du auch das Gefühl, wir sind irgendwo so im Weltall? Was? Es klingt so ein bisschen wie Per Anhalter durch die Galaxie. Wenn ich kann uns ein bisschen Reverb raufgeben. Wie, oh, hallo. Man hört es nachher nicht. Okay, wie heißt der Typ, dieser traurige Roboter? Herr Kerl? Aber auf jeden Fall der immer dieses, es ist zwar völlig egal, aber wenn sie meinen, Warp 10. Gesprochen von Alan Rickman, glaube ich. Okay. Im Film. Habe ich schon Hallo gesagt? Ich weiß es nicht. Hallo. Ja. Hallo, ja, es ist Montag. Diesmal ist es wirklich Montag. 20 Uhr, 20 und 47 Sekunden. Aber ihr hört es nicht am Montag. Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum Wo nicht? Seid ihr? Ihr? Warum nicht? Ein bisschen warum Commitment, nicht? Ein bisschen. Warum nicht eigentlich? Was soll denn das? Wir machen das hier alles ratzfatz fertig. Und wir machen das. Achso, das heißt, die Möglichkeit gäbe es noch. Live das Thumbnail machen. Es gibt auch diese Möglichkeit. Ach, scheiße, bei. Das wäre immer auch die Sache, aber das ist ja auch blöd. Ist sie dann im Nachhinein live? Man könnte es aufnehmen, oder? Was? Ich habe gerade überlegt, ob wir die 100. Live laufen lassen auf YouTube und danach halt hochladen. Also parallel, also wie die Jungs halt von GameTube dann auf YouTube stellen und zu sagen, okay, dann ist aber die Sache, wir machen ja nicht mehr als das, was wir jetzt machen. Ja. Aber vielleicht ist es ja mal ganz spannend. Ich weiß nicht, ob dafür die Kapazität hier reicht vom Netzwerk. Achso, ich muss also immer schauen. Ne? Ich glaube auch, ja, am 25. kann ich sowieso nicht. Hä? Das ist schon nächste Woche, oder? Was hast du denn mit dem 25.? Das wäre nächster Montag. Ja, achso. Ne, wir müssen es ja nicht live am. Ja, oder wir nehmen das auf. Also mit der Kamera. Mit einer Kamera. So wie How Do You Rob This? Wird doch permanent aufgenommen oder nur bestimmte Folgen? Nee, permanent. Ja. Permanent, immer. Die läuft auch, wenn wir keine Folge aufnehmen. Dann rattert er halt das immer ist, nur, bitte warten. Alle Sofas sind belegt. Ja. Oh, mein unterer Rücken, unten rechts im Lendenwirbelbereich, fühlt sich schon ein bisschen wundgesessen an. Oh, ich habe echt schon Angst, dass ich morgen gucke und muss mir so eine alte Pferdesalbe holen, weil ich so Dekubitusstellen habe. Hirschhorn-Salbe. Ich hoffe, dass es wirklich bitte nicht irgendwelche Hörner von Hirsche gerieben, weil das ist ja das Pendant zum, weiß nicht, asiatischen Tigerpimmel oder so. Ich glaube, das ist es aber. Oh, Mann, nee, ich bin mir nicht sicher. Irgendwas das ist weg das muss Reiben, Rad, das Reiben Radfahrer sich zwischen die Beine. Ich denke daran, nicht an irgendwelche Leistungssportler, sondern halt einfach morgens. Leistungssportler. Die einfach zur Uni fahren oder zur Tanke oder sowas und sich dann schön einreimen, weil sie halt ja Radfahrer sind. Ja, wenn du einfach für den Look weiterhin in der Jeans-Shorts auf dem Rad bleiben willst. Scheuert zwar, aber. Hast du da nicht immer so eine ganz klebrigen, dunklen Stellen? Oh, das scheuert. Apropos das dunkle Stellen. So. Ich kam vorhin aus der Toilette, was immer ein ziemlich unangenehmes Abenteuer ist bei ICE-Fahrten. Ich dachte, du meintest zu Hause. Oh, ja. Nee, ich war ja heute den ganzen Tag wieder im Zug. Ja. Und dann kam ich zurück und beim Zurückgehen, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich hatte das Gefühl, man wurde unangenehm mich angeschaut, so in Schrittgegend. Und da habe ich hingeschaut und habe halt drei Wasserspritzer gesehen. Ja. Und dachte so, oh nee, Kinder, ihr wisst doch, wie es ist. Und was machst du? Gehst du zurück beim Vierer und sagst, dieser Wasserstrahl, dieser Sensor merkt, dass ich jetzt Wasser brauche, braucht ewig und wenn er dann kommt er mit Druck raus. Oder kommt. Ja. Deswegen, ich habe gedacht, ich kann nur verlieren. Ja. Aber als ich dann saß, dachte ich, Scheiße. Deswegen setzte ich selbstbewusst hin. Ja, dann war das habe ich ja erst beim Sitzen, aber dann habe ich echt gedacht, willst du jetzt nochmal aufstehen? Vielleicht war es auch wegen der Kotflecken hinten. Ja. Oder dieser permanente Iltis-Duft vor meinem Sitzhaus. wo ist das? Es ist getrockneter Iltis-Grund. Das ist ein ganz anderer Fall. Nackte Kanone 3, also 33 ein Drittel. Ja, also das ist der dritte Teil. Glaube schon.
Ja, klar. Bin mir sicher. Achso, wo sie gerade rausschauen und sehen diesen Eierknacker, ne? Dieses Ding, was schaut doch zu, wie jemand ein Auto knacken will und dann gibt es so einen Greifarm, der jemand so ein Eier und dann bleibt er hängen. Der löst sich quasi vom Auto und bleibt wie die Greifkralle. Genau. Die Reifenkralle, die... Ja, es war eine Zeit lang, war das ja so dass der neueste Schrei, dass du auch so eine Lenkradsperre hattest. Ja. Dirk räkelt sich hier gerade wieder. Ja, ich bin... Schmeißt deine Wasserflasche um. Es tut mir leid. Hier ist jetzt... Nur Randale. Hier läuft jetzt Wasser, da ist Wasser. Hier, ich habe vorhin auch welches verschüttet. Ich werfe jetzt ein nasses Handtuch zu. Mega guter Content, den wir hier produzieren, by the way. Es ist wirklich feucht, das Handtuch. Also... Ja, ich habe das vor 2 Stunden oder so Wasser verschüttet. Soll ich es da unten liegen lassen, willst du wieder zurückhaben? Lass es jetzt erstmal da liegen, bis der nächste von uns Wasser verschüttet, weil ich bist du es ja wieder. Hatten wir nicht mal einen Kollegen in der Lampe, den wir feuchtes Handtuch nannten? Oder ist es jetzt hier nur aus meiner Erinnerung, irgendwie, dass wir Simon mal so nannten oder so? Möglich. Simon, Hannes. Hannes, wer war das denn? Das war der, der die Gläser poliert hat, während der Laden brannte. Das, was ich dir gestern geschickt habe, das habe ich halt beim Rumseppen auf dem Hotelzimmer gesehen, bei irgendeinem Ratgebersendung, als es hieß von wegen, wenn eine Servicekraft einer Kneipe eines Restaurants unfreundlich zum Gast ist, hat der Gast Anspruch auf 5-10% Nachlass bei der Rechnung. Ich sage, wie machst du das denn rechtlich geltend? Mhm. Ich fand es jetzt ein bisschen frech. Was? Ja. So, mein Freund, ich zahle jetzt hier von den 100 Euro, zahle ich 90. Was sagen Sie jetzt? Also ich habe ihn völlig zu Recht ins Essen gespuckt. Ich musste so an dich denken, dass wir damals trug Klaus den Titel des schlecht gelauntesten Barkeepers jenseits der Spree. Völlig zu Recht. Aber wir haben das beide irgendwie ziemlich hochgekitzelt, dass wir gerne mal auf der anderen Seite vom Tresen, also so gelehnt haben zur Tresen, also zur Rückwand hin und Gäste kamen und Klaus meinte, ich bediene nicht. Sehe ich auch nicht. Ich habe keinen Bock. Dann hat das Glas hochgespitzt, indem er einfach zum Kühlschrank ging und die Flaschen gerade drehte. Und ich suchte mir dann auch irgendwas. Dachte ich, scheiße, ich kann jetzt nicht da vorne. Wir hatten ja den Spiegel. Wir haben ja gesehen, wenn einer kam. Also ja, aber das war aber auch so ein Problem. Dämonischer Spiegel. Also wenn du zu lange reingeschaut hast, dann haben die Gäste sich verdoppelt. Also ich meine, ich schätze mal, so kam der Pubcrawl auch nach Berlin oder beziehungsweise nach Friedrichshain. Dass wir halt einfach zu lange in diesen dämonischen Spiegel geschaut haben. Das war aber auch einfach... Dreimal Beetlejuice gerufen. Was feilt er sich denn schon wieder die Finger meine klein? Meine Fingernägel sind halt ein bisschen zu lang. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Das heißt, Dr. Kralle. Mit ein bisschen zu lang meine ich kurz für einen normalen Menschen. Was willst du machen, ne? Wahrscheinlich sind die jetzt schon so gereizt, dass der Wuchs einfach unmenschlich schnell ist. Nee, ich hab halt einfach keinen Nerv dafür, irgendwie dann an der Wand beim Klettern mit den Fingernägeln irgendwo hängen zu bleiben. Kein Nerv. Nee, es ist halt wie früher beim Judo, wo ich dir halt auch diese mal kurz... trockenen Jacken, diese festen... Ja, genau. Und es ist halt, du weißt halt genau, so eine dumme Drehung und dir brechen die Fingernägel oder knicken die halt einmal so ab. Und da hatte ich halt noch nie Bock drauf, deswegen habe ich die schon immer sehr kurz getragen. Ich meine, lange Fingernägel bei Männern sind sowieso nicht so geil. Oh, finde ich ganz eklig. Ja, apropos, ich habe, weil Dortmund uns irgendwann mal sehen wollte, habe ich ein bisschen was von Queen of Drags gesehen. Das deutsche Äquivalent zu RuPaul's Drag Race. Was sagt mir gar nicht. Also so eine Show mit Drag Queens. Ach, moderiert von Heidi Klum. Und es ist die langweiligste, verbeamtetste Show, die ich je gesehen habe. Und Tokyo Hotel, ne? Ja, daher kenne ich den. Ja, ja. Habe ich gehört, weil der war gerade Gast bei Sanft und Sorgfältig. Ja. Deswegen. Ja. Und das ist halt, ich habe noch nie so eine dämliche, langweilige Show mit so einem verstaubten Konzept. Also so, die ersten drei bekommen 10 Punkte, außer dem vierten, der geht in Eliminationsrunde und bekommt eine Silberkarte, außer er bekommt 2 Bonusstimmen von der Jury. Dann bekommt er 5 Bonuspunkte, muss aber in die Mitte und den Tanz der Schande aufführen. Und es geht halt so ein trockenes Regelwerk. Das ist, als ob sie die am Ende der Show die... den Tanz der Schande getanzt. Tanz den Tanz der Freude. Als ob sie am Ende der Show, bevor sie die Punkte vergeben, das Regelbuch, das gesammelte Regelwerk von Die Siedler von Catan vorlesen. Aber es klingt alles so ein bisschen nach Germany's Next Topmodel Drag Queen. Also Jury, wahrscheinlich Laufsteg, Performance. Ich habe nur das Ende gesehen und die Punkteerklärung und dachte schon so, oh Gott. Aber ist immer was für ein langweiliger
Blödsinn. Aber im Endeffekt ist es doch eine Castingshow, oder? Also ich meine, zum Schluss die Drag Queen Deutschlands Nummer 1 so im Kommen, dass die dann bestimmt, keine Ahnung, was machen große Drag Queens in Deutschland? Ich jetzt mal eigene Shows haben. In der vierten Staffel in die Jury gehen. Sowas, ja. Wahrscheinlich, was ja mittlerweile echt im Kommen, also was ist mittlerweile, sondern schon seit ein paar Jahren halt einfach leider sehr hoch gelobt ist im deutschen Fernsehen, die ganze Trash-Scheiße durchziehen. Ja. Also ich meine, das größte Format Deutschlands ist und bleibt halt ein Dschungelcamp. Und ich denke mal, da, also wo so früher keinen reinkriechten, müssen die jetzt irgendwie die ganze Zeit die Türen zusperren, weil C bis F Promis überall sagen Hallo. Und sowas wahrscheinlich. Das ist Siegfried Harlot, er war mal norddeutscher A-Jugendmeister im Bodenturm. Ja, mittlerweile ist es ja echt so, dass du so zwei, drei Leute hast, die wir kennen, die halt einfach mal in den 80er, 90er irgendwas gemacht haben und der Rest sind halt alles, ja, irgendwie glaube ich so ehemalige Kandidaten von schon bestehenden Trash-Shows. So. Hieß es nicht auch, sie haben zum ersten Mal einen ehemaligen Minister im nächsten Dschungelcamp? Ich hoffe, dieser Politiker, der hier bei Let's Dance in Amerika mitmacht, nachdem er rausgeflogen ist bei... Ach, der Texaner. Ja, ich weiß leider auch nicht mehr, wie richtig heißt. Richtig unangenehme Momente. Ich hoffe ja, es ist Andreas Scheuer, dessen Tage ja wohl bald demnächst gezählt sind. So unangenehm. Letztens hat er wieder irgendwas über die, was sind das, 25.000 Funknetzlöcher, Funklöcher in Deutschland gesprochen, die jetzt hier alle, wir wollen ja auf dem Markt, auf dem europäischen und weltweiten Markt halt nicht verschwinden. Wir haben es komplett verschlafen. Ja, ein bisschen spät, ja. Und dann wollen wir uns auch noch, beziehungsweise dann wird richtig ums 5G kümmert. Wo du denkst, ach, komm, ist, also ich meine, der hat ja nun wirklich auch jetzt mit dem Milliardengrab PKW-Maut und der wird ja gerade ermittelt und die Prüfungspapiere sagen ja alle auch, das Vergabeverfahren stimmte nicht. Also der hat ja ein Budget dafür bekommen, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst. Ja, ich habe das mitgekriegt, dass irgendwie es wurde nicht abgewogen, wer der beste oder das günstigste Ding ist, sondern schon von vornherein halt irgendwie. Ja, genau, Uns wurden Absprachen nicht dokumentiert, sowas. Ja, ne? Genau, die haben den Preis verhandelt mit einem der Anbieter und da hätten die anderen dabei sein müssen, damit sie halt reagieren können. Mhm. Das hat er aber nicht gemacht und dann war der Preis auch gefälscht. Also die hatten halt ein Budget von 2 Milliarden Euro und das sollte irgendwie eigentlich 3 Milliarden kosten. Und am Ende waren es dann 2 Milliarden plus Bonuskosten, die sich dann halt in die normale Höhe summieren. Und dann war halt auch das Risiko eines Widerspruchs des Europäischen Gerichtshofs nicht erfasst worden, obwohl halt alle davor gewarnt haben. Also es ging ja vorher schon ewig darum, dass alle gesagt haben, ja, das ist halt eh nicht legal. Also das dürft ihr sowieso nicht machen. Und das war ja nur das dumme Prestigeprojekt der CSU. Deswegen, weiß ich nicht, ob Andreas Scheuer jetzt unbedingt noch so lange Minister ist. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich meine, im Vergleich zu anderen Ministern, also Deutschland schluckt so viel. Ja, aber 3 Milliarden auf einen Schlag zu verballern ist schon, also das musst du halt mal erklären, dass du 3 Milliarden Euro an Steuergeldern für was versenkt hast, wo halt schon vorher alle gesagt haben, nee, das geht nicht. Ja, dann sitzt er wahrscheinlich demnächst neben Maschmeyer bei Höhle der Löwen oder sowas. Also ich meine, nach Cum-Ex ist Maschmeyer ja auch nicht irgendwie untergegangen, sondern er war weitergegangen. Friedrich Merz ja auch nicht. Der wäre ja auch im Knast normalerweise mit Maschmeyer. Also gut, ne? Gut. Wir wissen ja, in Deutschland gibt es Recht für so Hallodris wie uns und das Recht für die besseren Menschen. Das stimmt, ja. Oh, diese Momente, wenn halt irgendwie Züge sich füllen, da merkst du halt auch den Unterschied zwischen Leuten, die halt einfach irgendwie sagen, ja, schön, wir sind alle hier drin. Oder die, ja, darf ich mal hier durch, ich hab reserviert. Mhm. Und du siehst halt einfach 20 Menschen, die stehen, weil halt hier und da jeder mal eine Tasche wegräumt. So. Ja. Und dann dreht sich halt jemand, sie sind nicht der Einzige. Und denkst so, und dann weißt du von wegen, du könntest jetzt noch 3 Sprüche geben, merkst aber am Gesicht, nee, du darfst leider nichts sagen, weil diese Person ist echt kurz vorm Durchdrehen und das würde diese ganze Fahrt nicht entspannen. Mhm.
So, also du merkst richtig so Schweißperlen und sonst was und denkst, ja. Oh, fuck, Alter, wie gehst du denn jetzt? Also da setzt schon der Kämpfen- oder Fliehen-Reflex ein bei einigen Leuten. Einmal habe ich das im Flugzeug erlebt, dass da richtig einer irgendwie meint, so jetzt mal raus und vor ihnen halt jemand so am Handgepäck oben was rauswühlt und meint, wir gehen jetzt alle raus. Das kann mir so und drückt an ihm vorbei und er schon, aua, was soll denn sowas? Und ich dachte, wow, so, man muss da richtig vorsehen, weil du richtig gemerkt hast, er knallt durch. Ja. Aber das kann er kommunizieren. Er kann ja kommunizieren von wegen, ich kriege jetzt Platzangst, tut mir leid. Ja. Oder, also irgendwie sowas, dass alle. Aber er hat sie offensichtlich im Flugzeug auch ausgehalten. Genau, also es ging, glaube ich, irgendwie eher nur das. Oder mein Klassiker, was ich mir erlebt habe, irgendwie rechts und links werden halt immer so, wenn du aus der S-Bahn steigst, rechts und links, türmen sich ja die Leute, die halt rein wollen, machen so schöne Gasse in der Regel. Und dann gibt es immer ein paar, die sich halt einfach bei den Rausgehenden reindrängeln. Und was ich schon so oft erlebt habe, ältere Leute. Und einmal habe ich mich richtig, also richtig so ein Opa dann weggeschoben, weil ich da stand und dachte, ja, wir sind vom Dorf, wir sind vom Dorf. Und? Was ist denn? Und seiner Frau sichtlich unangenehm. Also das ist halt auch immer, dass du, wenn die dich alleine agieren, dann sind die anderen nicht dahinter und sagen, ja genau, sondern meist so in Vollscham-Modus, weil die dann so empathisch für alle Reaktionen der Außenwelt sind oder beziehungsweise der normalen. Oh, du schmeißt ja richtig viel weg. Was? Ja, meine Papiertonne wird nicht mehr abgeholt. Ach so. Deswegen stapelt sich bei mir der Papiermüll, die ist nämlich unten auch voll. Hast du doch einen Karton, kannst du schon mal ein bisschen mehr als... Der ist noch für einen Rückversand. Da ist noch was drin, was zurückgeht. Der Penispumpe und ich, genau mein Ding, geschrieben von Klaus Schnell. Ich unterschreibe das jetzt mal, damit es hier weitergeht. Ja, soll ich mal zur Frage kommen? Warum nicht? Wir sind ja erst 46 Minuten drin. 16. Dirk hat gerade einen kurzen Schock bekommen, er war so lange im Zug. Nein, ich habe ganz ruhig einen skeptischen Blick gegeben. Er kann Zeit nicht mehr einschätzen. Weil ich ganz genau gewusst habe, er verfunzelt mich wieder hier. Verfunzelt? Dirk hat leider im Zug seine Fähigkeit verloren, die Lautstärke zu kontrollieren. Du magst diesen Film nicht, warum zitieren wir die ganze Zeit? Der ist unheimlich lustig. Du kannst den Film auf 5 gute Minuten zusammenkürzen, was für einen 90-minütigen Film eine harte Ansage ist. Hast du minutig gesagt? Ja. Also. Und ich stehe dazu. Ich hau jetzt mal unsere Frage raus, weil meine, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wie wird unsere Reise zum Mond? Unsere? Ja, unsere. Persönlich. Also, Klaus und Dirk müssen zum Mond reisen. Das ist schon ein Streitgespräch, weil ich nicht an die Mondlandung glaube, weil ich nicht an den Mond glaube. Oh Gott, ey. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass sowas, so eine Scheiße aufkommt. Ich dachte jetzt ganz kreativ wird das so und dann fängt der erstmal an, nee, ich hier als Gründer der neuesten Parallelgesellschaft. Der Mond ist eine Projektion, nur so Schafe wie du glauben da dran. Du hast auch gefälschte Dokumente in deinem Portemonnaie mit deinem GmbH-Ausweis. Naja, du lässt dir das Ich rede hier nur laut. Ja, aber warum? Ich weiß nicht. Es tut mir so leid. Ja. Wahrscheinlich höre ich mich so schlecht. Du hast doch vorhin, wolltest du doch, dass wir uns leiser drehen. Ach, zeig mir Beweise. Ich mache es mal wieder ein lauter. Oh Gott, bist du laut. Oh Gottes Willen. Unsere Reise zum Mond. Also ich nehme an, das ist mir jetzt ein bisschen zu laut. Ich nehme an, wir fliegen in der penisförmigen Rakete von Jeff Bezos, oder? Jetzt sind wir halt einfach ziemlich dicht an diesem Austin Powers Thema, aber ja, gerne. Ja, naja, ich meine, irgendwie müssen wir erstmal was machen. Billy, das sieht aus wie ein ganz großer Schwengel, frische Schwengel, sowas. Es gab manchmal Gags, die haben sich nicht so richtig übersetzt, glaube ich. Ein riesiger Woody Harrelson. Was machen wir denn auf dem Mond? Also, die Welt werden retten. Wir. Also, wie in Moonraker. Außer, dass einer von uns goldene Zähne hat. Schlimmster Bond. Einer der schlimmsten Bonds. Also Quantum Trost ist mal ordentliche... Quantum Trost ist auch mein absoluter Favorit nach unten, aber... Führt er es eigentlich immer noch an mit teuerster und kürzester? Also kürzester bestimmt. Aber teuerster glaube ich nicht. Ich glaube, die werden einfach nach und nach teurer. Ja, aber auch, weil einfach schwer, weil halt einfach Filme machen und die Gelder dafür, ist halt, ich glaube, da müsste es jemand geben, der das prozentual mal errechnet, sagt von wegen im Vergleich oder zu den Möglichkeiten damals zu heute. Ja, das gibt es ja immer. Also wenn du die Nettoeinnahmen der Filme vergleichst, dann gibt es immer die Kategorie, ja, der Film hat zwar am meisten Geld eingespielt, aber für die Inflation korrigiert und
Ach, da ist es, glaube ich, immer noch vom Winde verweht oder so. Echt? Ja, wenn du es... oder ist es so wie das Boot, dass es einmal diese Kinoversion gab und einmal so... an Fackeln am Sturm. Und nee, im Sturm. Nee, Fackeln um Sturm. Fackeln, ja, Fackeln im Sturm. Ein 10-minütiger Film, kann ich eigentlich sagen. Ja, also deswegen, du korrigierst es dann halt eigentlich normalerweise für die Inflation. Und ich suche es mal ganz kurz. Corrected for Inflation. Ich kann ja derweil kurz darüber reden, was ich mir denn so dachte, also dass wir uns schon den Kopf machen müssen, wie wir zum Mond kommen. Und dort müssen wir dann quasi, ich sag mal, sowas wie einen Todeslaser aufhalten. Mhm. Aber eigentlich Dirk macht gerade in Gedanken die, die Anführung Gänsefüßchen. Aber eigentlich geht es mir darum, wie wir dahin reisen. Ja, also beim Fliegen wird mir ja nicht schlecht. Mir wird ja in vielen Vehikeln schlecht. Ja, aber ich meine, würde man in dem Sinne fliegen, wie du denkst, fliegen ist? Ich meine, selbst ein Space Shuttle ist ja einer Rakete herangeknotet und... Es ist tatsächlich vom Winde verweht. Was, der teuerste Film aller Zeiten im Vergleich? Nee, korrigiert für die Inflation. Also wenn du die Inflation mit einberechnest, der am meisten eingespielt hat. Okay. Weltweit. Danach Avatar, Titanic, Star Wars. Und auf Platz 9 immer im Kopf Dr. Zhivago. Ja, habe ich bestimmt damals mal parodiert. Erklärter Lieblingsfilm. Auch ein gutes Crossover, James Bond 007, Jagd Dr. Zhivago. Der verdreht wieder die Augen, also wäre das nicht on. Während Klaus halt seinen Finger weiter wund feilt. Im da wollte ich vorhin noch sagen, kennst du diese älteren Herren, die am kleinen Finger nur da ihren langen Popel- und Ohrkratzfingernagel, richtig eklig. So die Mit-40er haben das gerne zum Koksen in Berlin, aber generell ekelhaft. Dehnbare Leute können das mit einem Fußnagel machen. Okay, wir müssen auf dem Mond einen Laser ausschalten. Ja, ich habe ja vorhin gedacht, irgendwie sowas Entspanntes reisen, so wie Baron von Münchhausen, der mit dem Luftballon hochgeflogen ist. Das Problem... Meinst du, die Winde sind das Problem? Nee, das physische Problem ist... dass da keine Atmosphäre herrscht und der Ballon nicht aufsteigt. Wir können Sauerstoff mitnehmen und Ausrüstung, auch in einem Ballon theoretisch. Ich glaube, das Problem ist... klassisch ist, in so Gasflaschen oder wollt ihr in Tüten mitnehmen? Oder? Wir füllen das in Eimer, wie die Schildbürger. Die haben Sauerstoff in Eimer gefüllt. Sonnenlicht. Würde es mit Sauerstoff ja wohl auch gehen. Hatten sie es im Keller, falls es nachts dunkel ist, dass sie dann... Nee, sie haben ein Rathaus ohne Fenster gebaut. Die geilen Typen. Ne? Ich glaube, sobald wir dem Lagrangischen Punkt nähern. Den musst du wahrscheinlich erörtern. Für unsere Zuhörer. Es gibt zwischen zwei Objekten, die sich relativ nah sind, in einem, ich glaube, codependent Orbit stehen. Den musst du, glaube ich, auch erörtern. Also zwei Objekte wie Erde und Mond, die ja beide ihre eigene Anziehungskraft haben. Ja, eine mehr, andere weniger. Genau, es gibt zwischen diesen Objekten, ich glaube, ein Elftel ist es auf dem Mond. Zwischen diesen Objekten gibt es einen Punkt, an dem beide Anziehungskräfte sich aufheben und keine Anziehung herrscht. Das ist wahrscheinlich nicht direkt in der Mitte, sondern da? Genau, das ist dichter am Mond, weil da weniger Anziehungskraft genau, hat. Genau, wo sich beide Anziehungskräfte wahrscheinlich ähnlich prozentual gerade aufheben. Genau. Und also, wenn wir den Nullpunkt erreichen, hängen wir da, glaube ich, ziemlich fest. Ja, deswegen brauchen wir eine gewisse Schubkraft. Oder meinst du jetzt auf die Reise mit dem Zeppelin quasi? Daher, wie schon von Jules Verne und Clara Clayton beschrieben, riesige Metallrohre. Ja. Du willst also richtig schön glänzende, dicke Rohre haben. Ja, es ist wohl tatsächlich aber auch ein Problem, habe ich mal gehört, wieder zum Mond zu kommen. Weil halt ganz viele Aufzeichnungen der Original-Mondlandung, von der Originaltechnik, die sie eingesetzt haben, einfach... Sind doch noch im Studio. Ja, aber versuch mal, das Studio zu ausfindig zu machen und das Set. Mm. Und Stanley Kubrick lädt ja auch nicht mehr.
Also der kann das auch nicht nochmal drehen. Das haben sie alles in sein Pharaonengrab mit reingelegt. Und wer soll das machen? Der Regisseur von Dr. Sleeps Erwachen? Ich glaube nicht. Dr. wer? Dr. Sleeps Erwachen, das ist die Fortsetzung von The Shining. Mit Hugh. Ach, was jetzt ganz neu ist. McGregor, ne? Genau. Stimmt. Wird die Geschichte da eigentlich fortgeschrieben? Also hat das irgendwas im ersten Teil zu tun, außer dass er noch die Fähigkeit des Shinings hat? Okay, ich dachte jetzt, weil das so reinschmeißt in die Schale, wüsstest du was darüber, aber du hast es einfach nur mal dick. Nee, ich habe die Trailer gesehen. Ja, da hat er sich wahrscheinlich dreimal erschrocken und dachte, was ist da? Und man dann, sieht ja noch Szenen aus der Shining. Echt? Ja. Dann erinnert er sich wahrscheinlich. Genau. 25 Jahre, 30 Jahre waren Ruhe. Ja, es hat schwierig. Stephen King mochte den Film ja nie. Ja, er hat ja die eigene Version auch gemacht. Die furchtbar ist. Die habe ich, genau, ist, glaube ich, hat er in den 90ern produziert oder so. Ja, Stephen King. Und ich dachte, das wäre eine schlechte Adaption vom Original, bis ich dann gehört habe, nee, das ist von dem eigentlichen Autor des Ganzen. Nein, es ist, Stephen King. Aber er ist ja ein ganz schön eigener Bursche. Ja. Der hatte ja irgendwie letztens irgendwann ein Jubiläum und da haben sie öfter mal so im Radio und sowas darüber gebracht und dachte ich, Alter, wie schwer und anstrengend er sein muss. Ich glaube auch, ich meine, es ist halt ist nicht ohne Grund, werden halt bei Adaptionen gewisse Sachen ausgelassen, verkürzt oder verändert, weil es halt oftmals einfach, auch wenn es nicht der Vorlage entspricht, aber besser für die Handlung oder für das Medium ist. Und wenn du halt jemanden wie Stanley Kubrick, der ja wirklich zu den größten Regisseuren des 20. Jahrhunderts gehört, das überlässt, dann, ja, ich meine, die Filme von ihm waren halt alle irgendwie gut. Hast du? Also mehr oder weniger. Odyssee 2001 doch auch von ihm, oder? Ja. Habe ich nie gesehen. Ich muss zugeben, ich auch nicht. Nur ins, echt? Als nur Filmwissenschaftler? Nur in Szenen. Nee, wir hatten den im Unterricht, hatten wir den nicht. Und ich hatte den immer nur in Szenen gesehen. Und das war jetzt auch so, war mal eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich wollte gerade sagen, den habe ich mal gesehen, dass der da. Ja, aber man weiß ja nicht, ob die Sachen dann noch da sind oder gelöscht wurden. Kennst du die Synopsis des Films? Ja. Ja, grob. Zum Mars müssen die, ne? Oder was war das? Müssen sie zum Mars? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, sie fliegen einfach ins All. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Das ist grob. Nicht, ich glaube, sie fliegen Menschen fliegen einfach so ins All. Obelisken nach, zu irgendeiner intelligenten Lebensform. Ja. Und am Ende, ich weiß nur, es endet halt in diesem langen Tunnel voller Lichter. So ein bisschen auch wie Contact. Nee, Christopher Nolans Weltraumfilm. Matthew McConaughey im Weltraum. Zeitreise, seine Tochter ist die rothaarige Schauspielerin, die nicht Bryce Dallas Howard ist. Matthew McConaughey. The Movie. Ist der Alright, Alright, Alright? Dass ich den. Ja, ist not, Und der ist im Welt. Ja, Matthew, Michael Caine spielt auch mit. Ach so, ja, stimmt. Interstellar. Aber ich weiß, ja, genau. Ja, aber ich weiß ihn nur. Und der endet ja auch mit so einer langen, der ist aber schön. Psychedelischen. Ja. Ja. Das ist so schön traurig. Ja, nicht, aber nicht mein. So unlogisch. Nicht mein liebster Nolan-Film. Einfach. Ja, da muss ich. Ich sage jetzt auch nicht, das ist der beste Film aller Zeiten. Nee, nein, aber auch von ihm. Also seine sind ja auch mal mit höherer, mal mit niedrigerer Qualität. Auch er natürlich auch ein super Regisseur. Die Filme sind immer alle irgendwie gut und unterhaltsam. Aber natürlich auch so ein bisschen Hit and Miss. Kannst du mal bitte deine Jacke da anziehen? Kannst du mal bitte deine Jacke da anziehen? Was die da an der Tür, ich dachte, die ist da. Die ist noch nass. Ach, hätte ich gerne an dir gesehen. Und da so eine schöne, ich würde sagen. Das ist ein tiefer Einblick in die Psyche dieses Podcasts. Ja, okay. Also wir haben jetzt gerade vom frangionolischen System geredet. Genau. Also es wird halt schwierig, das zu überwinden. Das ist, glaube ich, halt schon eine normale Rakete oder ein umgerüstetes Space Shuttle, sage ich mal. Eben hast du die fliegen ja nicht mehr. Metallische Rohre beschrieben. Ja, kriegen wir die nicht hier vom Bau? Genannt. Klar, easy. Was kann dabei schief? Es gab doch so einen Flat Earther, der sich selber eine Rakete bauen oder ein Raketenflugzeug bauen wollte, um hoch genug zu fliegen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Ach stimmt, ist der nicht abgestürzt? Der hat mehrfach irgendwelche Unfälle gehabt. Ich weiß nicht, wie sein letztes Abenteuer. Ist der aber nicht schon mal Linienflug geflogen? Das ist zu einfach, Dirk.
Nee, ich meine, aber war da nicht, dass man gesagt hat, von wegen ja, das ist eine über Höhe, diese gewisse Höhe, ja, wo genau. Man halt die Krümmung einfach sieht. Ja, 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 ich meine, genau, also jeder Langstreckenflug macht das. Ja. Und der hat, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, der hat keine Fluglizenz bekommen, weil die Nationalparkaufsicht oder wie auch immer, Naturumweltschutzbehörde hat in der Wüste gesagt, Alter, kannst du hier bitte keine Rakete bauen und starten? Erstens stirbst du, zweitens ruinierst du alles um dich rum. Ja, ja, das sagen die ja absichtlich. Aber vielleicht können wir ja zu dem gehen. Und ja, sagen, wir haben eine Theorie, dass auch der Mond flach ist. Und nicht grundlos aus der Ferne aussieht wie ein goldbrauner, glühender Pfannekuchen. Ja, ja, ja. Wir würden nämlich endlosen Vorrat für die nächsten 100 Jahre an Pfannekuchen mitbringen. Der ja auch eigentlich, wenn du drauf bist, ist ja gar nicht so spektakulär, weil der so grau ist. Dunkelgrau-schwarz. Sagst du, warst du noch gar nicht drauf. Nee, aber es gibt ja Steine vom Mond auf der Erde. Pff, ja, wenn du es glaubst. Direkt neben Kryptonit ausgestellt. Ja, deswegen können wir da ja nicht hin. Wir fallen in uns zusammen und wie ein Kartenspiel. Und altes Mehlmachgestein. Jetzt holt er aus dem Nichts einfach mal so ein Glas Bohrsäure und trinkt. Melmagma genannt. Nur wenn es flüssig ist. Ja. Weil sonst hätte ich jetzt gedacht, wir bauen uns erstmal so ein grobes Grundgerüst aus. Ja, wenn Werner von Braun, der ehemalige Nazi-Wissenschaftler, das machen kann, der die V2 entwickelt hat, warum nicht auch Dirk und Klaus? Das war so ein Tarnkappenbomber, ne? Das war ein Marschflugkörper. Dieses Ding, ne? Dieses Dreiecksding, ne? Nee, das war was anderes, was du meinst. Das war, die V2 war die erste intelligente Lenkrakete der Welt. Mhm. Also, ja. Ich glaube, du meinst den ersten Düsen. Das erste Düsenflugzeug. Aber war das nicht auch ein deutsches? Ja, das genau. Ja, das war auch so ein Ding, was Ende des Zweiten Weltkriegs noch entwickelt wurde. Ja. Und wo sich die Alliierten und die Russen dann darum gerissen haben, die richtigen Wissenschaftler anzulocken. Ja. Ja. Alles einwandfreie Leute, die Nazis. Entweder zu Wissenschaftlern in den USA geworden oder hier konservative Politiker. Kannst du nichts sagen. Ja, oder einfach eine Subkultur in Lateinamerika aufbauen. Ja, gut, ne? Weißt du immer, wenn du argentinische Nationalspieler siehst, die irgendwie Müller oder Meier heißen, was der Opa gemacht hat. Ja. Wie dem auch sein mag. Also ich komme auch von diesem Gedanken nicht los, dass wir uns das selber bauen. Ja. Na, ich meine, wir müssen ja, Frage, wenn wir jetzt einen ordentlichen Schub haben, also sprich so, ich sage mal 200, 300 km/h, brauchen wir jetzt nicht so lange. Mit 200, 300 km/h haben wir nicht genug Schub, um die Atmosphäre zu verlassen. Das kann ich dir ohne großen Blick Teufel, du! Sagen. Ich glaube, auch mit 600 km/h haben wir noch nicht genug Schub, ehrlich gesagt. Mir wird aber schlecht beim Meer. Ja, wir können halt nicht langsam. Wir müssen halt die atmosphärische Anziehung überwinden. Oh, könnten wir nicht irgendwas basteln und einen Schalter, um kurz die Erdgravitation auszuschalten. Nee, wir kontaktieren zwischendurch den Doc und der besorgt für uns Propofol, beziehungsweise für mich, berechnet auf mein Körpergewicht, bla bla. Was brauchen wir? Wenn wir richtig ordentlich Schub haben, 10 Minuten, dann sind wir aus der Atmosphäre raus, oder? Ich glaube, so lang dauert das ehrlich gesagt nicht. Siehst du, also mit 10 wären wir sicher. Also wie lange war die Challenge in der Luft? 90 Sekunden? Ja, das ging aber nicht so gut. Plus, minus. Alter Finne, weißt du, wie das... Ja, du hast mal so ein gruseliges Dings, dass sie irgendwie eine Minute wussten, dass sie sterben. Ja, die lebten noch, als die Schubrakete explodiert ist, weil ein paar haben noch versucht, die Notmaßnahmen einzuleiten. Unschön, unschön. Das habe ich übrigens auch in dem Podcast, von dem ich dir erzählt habe, gehört. Do go on. Also der Podcast, in dem sie sich immer ein Referatsthema raussuchen. Da war es halt die Challenger. Heute hatten wir es wegen John McAfee. Warum reden die darüber, wie man Hängematten baut mit Löchern, dass man einer Frau am besten in den Mund kackt? Ja, vor allem der hatte so ein Harem von Frauen, die sich darum gerissen haben, seine Kackmätresse zu werden. Ja, stimmt. Nee, wirklich, das ist total... 40 Girls, One Cup. Total abgefahrener Scheiß. Do go on, die Folge über John McAfee. Ich weiß gar nicht, ob man das hören will. Das ist schon, also generell ein guter Podcast. Einfach mal eine Folge raussuchen, mit einem Thema, das einen interessiert. Das über Bret the Hitman Hart ist auch super. Okay. Der hat auch niemanden in den Mund abgestuhlt. Spoiler. Conan Needs a Friend ist immer noch
Also kommt doch die gestern auch sehr gut. Aber jetzt neuestes mit John Oliver, die ist ziemlich gut. Dass sie auch gar nie so richtig miteinander vorher was zu tun hatten. Und ja, und dann sind ja auch mehr oder weniger zwei Generationen des gleichen Comedy-Typen. Ja, ja. Ich glaube, die haben sich, das beschreibt auch, dass sie sich einmal kurz im Aufzug getroffen haben. Und Conan konnte aber nicht rein, weil der nach oben fuhr mit John. Und John meinte, er hat irgendwie einen Spruch gebracht von wegen, es hat auch seine Gründe oder irgendwie so, so ein bisschen ironisch. Und ich meine, das passte total, dass er halt so als alter TV-Host stehen bleiben musste, beziehungsweise auch unten vor und er symbolisch halt vor seinen Augen halt nach oben. Und das war halt dann irgendwie, ja, und da haben sich ziemlich kaputt gelacht drüber. Ja, aber es ist halt echt, also bis auf diese anfänglich echt krass und ganz klar positionierte Werbedinger. Also ich frage mich immer, warum Conan so, aber ich glaube, weil die halt einfach super schnell die Dinger kriegen. Und ich glaube halt, er redet auch über die ganzen Dinger so, also viele Sachen, die er auch echt nutzt, dass er einfach sagt von wegen, also der ja, trainiert ja auch regelmäßig und futtert dann halt immer irgendwie so reinstes Bio-Fleisch, sonst was und gibt's dann halt irgendwie so einen Händler, der halt dann feinstes US blablabla Beef und dann macht halt Conan da halt Werbung für und ja, aber das ist halt echt permanent anfangs so 10 Minuten oder was. Ich glaube, das ist auch aber wahrscheinlich dann eine Bedingung seines Networks, ja, weil die das ja auch pushen. Also beziehungsweise, der hat ja auch eine Produktionsfirma, da hängt ja mehr dran als nur sein persönliches Hobby. Aber zurück zur Rakete. Ja. Muss es denn eine Rakete sein? Ja, wie willst du denn sonst zum, also ein Space Shuttle kommt ja auch zurück und landet wie ein Flugzeug. Kann das nicht auch so starten? Also ich meine, wir wissen ja aus Armageddon, es ist leichter, Bohrern, Ölbohrern beizubringen, wie man Astronaut wird, als Astronauten, wie man nach Öl bohrt. Und das war ja eine Dokumentation quasi. Ja. Wie die Welt 1998 fast untergegangen wäre. Mit Liv Tyler. So ähnlich wie Deep Impact. Genau. Der ist komplett untergegangen, ne? Das waren, glaube ich, irgendwie so auch 15 kleine Geschichten und dann kam der große Stein und die Riesenwelle. Und das ist der Film. Ja, aber also ich finde auch Armageddon ist der bessere Film. Also ich meine, der halt ist auch einfach der ist, Hollywood-like, mehr Blockbuster-like und Deep Impact ist halt einfach, der hat so ein bisschen so High-Concept getan, aber das ist ja halt letztendlich auch nicht. Also ich meine, so intelligent und tief ist Deep Impact nicht. Es sind halt einfach, also alle sind damals reingegangen, weil sie diesen Effekt sehen wollten. Ja. So, also ich habe das mir halt auch angesehen und ich glaube, ich habe das sogar gesehen im Kino und Armageddon habe ich nicht im Kino gesehen. Ich habe beide im Kino gesehen. Ah, okay. Und hat dann damals gedacht, ja, okay, die Story, damals war ich immer relativ schnell zu begeistern. Im Nachhinein dachte ich, okay, so ein paar Lindenstraßen-Stories waren auch dabei. Ja, also wie gesagt, er ist halt nicht so intelligent, wie er tut. Ja. Und Armageddon ist halt genauso dumm, wie er zugibt. Naja, so klassisch auch, wie du mal beschrieben hast, dass man halt erst beschreibt, wie die Situation ist, dann sagt, was man vorhat und dann tut man's. Und das ist ja halt ganz klar auch mit den klassischen verrückten Figuren, die irgendwo geholt werden und dann und sowas. Und das passt voll gut rein in das klassische Blockbuster-Popcorn-Kino. Und, so. Und das ist das andere halt nicht. Weil da sagen von, oh Gott, da kommen was. Jeder hat ja noch irgendwie so Probleme zu lösen und dann kommt's. Und das ist halt. Das ist halt auch nicht so unterhaltsam. Nee. Und so. Ja. Ja, und also dafür ist die Idee halt auch zu blöd, um da so einen Arthouse-Film draus zu machen, der halt Deep Impact auch nicht ist. Sondern halt so, in Deep Impact ist halt so ein unentschlossenes Mittelding. Deswegen ist halt Armageddon auch der einzige Film, an den man sich noch erinnert. Ja, ich genauso gar wie nicht Volcano und Dante's Peak. Alter, Volcano. Pass auf, Dante's Peak, den habe ich damals im Kino gesehen. Das war der schlechteste Kinofilm ever. Das wage ich zu bezweifeln. Den ich im Kino. King Arthur im Kino gesehen. Haben wir den im Kino gesehen? Nee, da kannten wir uns noch nicht. Aber wie heißt denn der? Ach, das war der King Arthur, stimmt. Das war Guy Ritchie's King Arthur, ja. Er wusste sofort, was ich habe den King Arthur mit Til Schweiger in der Nebenrolle gesehen. Was? Ja, Til Schweiger, Keira Knightley und Clive Owen. Clive Owen war King Arthur. Dante's Peak, nicht Dante's Peak, Deep Impact, Morgan Freeman, Elijah Wood und Tia Leone, sagt jetzt vielleicht nichts, aber Tia Leone damals, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, die Frau von David Duchovny. Ja, ich kenne
Mulder, aber ja. nicht seine Frau. Oder hat die irgendwann seine mal bei echte Frau. Californication die mitgespielt? Nee, die hat aber auch bei Akte X irgendwann mal mitgespielt. Wahrscheinlich seine Schwester. Ich weiß gar nicht, ob sie nicht sogar Scully abgelöst hat. Ach, wie auch immer. Wir haben immer noch gar nichts. Ja. Kann das sein? Also, wir sind immer noch auf der Erde. Space Shuttle nehmen. Die Frage ist, an was kommen wir am besten ran? Selber bauen, da hatte ich das Gefühl, das findest du nicht so gut. Nee, ich würde gerne zumindest den Start überleben. Zeppelin, da haben wir irgendwann den Golmonischen Kreis überwunden und dann geht es nicht mehr weiter. Deswegen Zwille, menschliche Zwille. Das natürlich, wir können durch Jules Verne, wir setzen uns in eine riesige Kanone. Ja. Ich meine hier bei Sea of Thieves, da funktioniert es auch immer relativ gut. Ja, was immer noch der Knaller ist, wenn die halt irgendwelche Live-Dinge haben, auch mit diesen einen Typen aus dem anderen Umkreis, der haben ja schon ein paar wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mal verfolgt hast. Nee, ich hab's nicht. Ich habe gerade mit Dortmund, schaue ich aber, weil ich immer davon erzählt habe, und ich war so fasziniert davon, die DayZ-Let's Plays. Von die alten Dinger, ne? Ja. Jedenfalls, also die Dinger kann ich dir echt empfehlen und dann gehen die halt auch einfach mal 3 oder 4 Stunden, aber es ist immer noch die Grafik. Die spielen das ja aber auch so angenehm, dass einem nicht schlecht davon wird. Ich habe es mal bei jemand anderem gesehen, der hat die ganze Zeit so hin und her geguckt. Und das mit dem Meer, das mir echt, also wirklich, ich wurde physisch seekrank vom Laptop. Ja auch einen bösen Grund. Nicht, ich saß vorm Laptop. Okay. Aber das war halt einfach dieses, wirklich die ganze Zeit dieses Twitch-Gameplay, wenn halt so pro das ist halt Spieler auch scheiße, nicht weil das ist stillhalten ja nicht angenehmes Spielen so. Ja. Aber generell ist das und halt. Und es ist jetzt auch nicht so ein hektisches Spiel, dass du die ganze Zeit da durchdrehen musst. Aber grafisch ist das so geil gebaut. Ja. Ey, diese Wellen, das Wasser, so schön was aus. Dann immer passiert, wenn die halt Unwetter haben, wenn die Wolken sich zuziehen, die verschiedenen Wolken, die. Ah, das ist halt so geil. Das ist halt gar nicht so Knaller, wenn die dann halt. Oder wenn die tauchen, was die dann da sehen, oder wenn die wiederkommen und dann halt irgendwie durch dieses alte Schiff dann da, durch die. Weiß nicht, Türen gehen, damit die dann wieder geboren werden. Ja, genau, auf der Barge der Toten und so. Und das hat natürlich so ein bisschen was von Fluch der Karibik alles so, ja, aber klar. Es ist halt. Ja, das versteckt es ja auch nicht. Ja, aber es ist halt voll angenehm. Ja, also, ich fand es auch die Male, die ich es gesehen habe, auch einfach, weil das Meer ist halt so schön. Also diese Physiksimulation, die Wellen macht, ist halt alles so hübsch und es ist halt auch wie Armageddon, es nimmt sich nicht so furchtbar ernst in dem, was es macht. Ja. Sondern du hast halt eine Crew von 4 Leuten, die ein riesen Kriegsschiff steuert. Ja. Und das ist gut so, weil es soll halt Spaß machen und keine Simulation sein. Letztens haben sie sich, nicht jeder, aber ich glaube, Fritz ist aus Berlin, ne? Ist aus Berlin. Der hat sich einen Ara-Papagei gekauft für 5 €. Was? Ja. Und der hat er auf seine Schulter gesetzt und der war immer da und dann ist er hat ihn irgendwann auf Reling oder so abgesetzt und dann irgendwann tappert er so rum und irgendwann pennt der. Normalerweise immer, wenn er weggekommen, aufgeflogen zu ihm und dann geht er weg und dann, was ist da los? Ist er hingegangen und da saß er nur wieder Kopf nach vorne und pennt der. Und Fritz hat sich super gefreut und dann hat der andere, dieser Gasttyp, hatte sich irgendwie für 10 € ein Äffchen geholt. Und dann haben die dann irgendwann erkannt, weil ab und zu spielen die halt immer ihre Instrumente, dass die Tiere auf die Instrumente des Herrchens hören. Ja. Und dann hatten sie halt einen Affen und 2 Vögel hingesetzt und dann haben sie alle Musik gemacht und fingen halt alle an zu tanzen. Und die haben sich bestimmt 10 Minuten nur damit beschäftigt. Das war der Knaller. Und dann haben sie nicht mitgekriegt, dass sie halt von so einem Einmaster von hinten angegriffen wurden. Und komplett gut. Und die sind ja echt, also wenn du die siehst, wenn es dann heißt von denen, hier ist jemand an Bord, dann dauert es keine 10 Minuten, alle von denen sind tot, weil die alle nicht kämpfen. Denkst du halt, ihr macht das seit Jahrzehnten. Ja. Also ihr lebt Computerspiele, aber ihr seid halt so genial schlecht in allen die Sachen, die ihr spielt. Also maximal ist mal Durchschnitt, aber du siehst niemals von wegen, oh, Autorennen, das bin ich. Oder oh, der Einzige, der wirklich gut ist in ein paar Spielen, ist Martin. Martin. Der Asiate. Ah, okay. Ja, habe ich gehört. Daniel, Fritz, Michi, Martin hängt, okay. Ja, weil Martin spielt halt aber auch immer so, so Taktik, so Strategiespiele am PC. Ja. Und der ist halt wirklich gut darin. Ja, okay. Ja, aber die anderen, darum geht es ja auch nicht. Das ist ja nicht deren Konzept, dass sie so mega gut sind, sondern gerade das Gegenteil, dass sie eben nicht so gut sind. Also so wie wenn ich spiele, ich bin jetzt auch nicht so furchtbar gut in den meisten Spielen. Naja, also wenn wir hier irgendwas spielen, dann bist du immer ja, im Abstand unsere, der Beste. Unser kompetitiver Blödsinn, den wir hier spielen, ja. Aber ich würde sagen, wenn du mit Dortmund spielst, bist du irgendwo schlechter als Dortmund? Darf sie das jetzt nicht hören? Oh, sonst übt sie die ganze Nacht Mario Kart. Ja, in Mario Kart, in dem Original, also in dem 90er, habe ich ja auch abgezogen. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß aber nicht, warum.
Normalerweise adaptierst du schnell Funktionen oder sonst was und da warst du. Und du gibst auch nicht nach. Man kann nicht sagen, von wegen, dass du irgendwie sagst, von dir, ach komm, ich lass dich mal gewinnen, das passiert bei dir nicht. Also du sagst auch beim 70. Mal gewinnen, ach komm, 71, da kannst du mal gewinnen. Also beim neuen Mario Kart bin ich schon mal so eine halbe Runde rückwärts gefahren, bevor ich dann das Feld von hinten aufgerollt habe. Es war mir auch so aus Blödsinn. Ja, und beim Golf passiert es irgendwann, weil du halt dann drei. Ja, das ist gut am Golfen. Es ist immer unvorhersehbar, was passiert, wer wann seinen Absturz hat und wer sich wie lange noch in die Punktwertung retten kann. Also Riesenkanone steht zur Option, aber dann kommen wir nicht zurück. Deswegen Space Shuttle ist wahrscheinlich doch die sichere Lösung. Sichere Lösung. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir vom oder aus dem Wasser starten können, ob das irgendwie einen Vorteil bringen würde. Also ich dachte jetzt nicht an fließende Gewässer oder an Meer, sondern See ist ja plan. Du meinst wie die Thunderbirds, diese britische Puppenserie. Ja, ja, die starten aus dem Wasser? Da ging immer so ein Wasserversteck auf, glaube ich. Okay. Meinte ich mich zu erinnern. Ich habe nur gedacht, dass wenn man halt jetzt Schub als Rakete, dass man das ja auf einen planen Untergrund ballern muss. Und ob, wenn man halt so viel Schub hat auf dem Wasser, ob das jetzt alles dann sofort verdampft oder ob man so schnell ist, dass man... Das wird verdampft und durch den Druck weggedrückt und wir sinken immer tiefer und stürzen ins Wasser und ertrinken. Wir sind wie Moses mit Technologie. Wir teilen die Spree. Ja, das waren die beiden Jungs, die zum Mond fliegen wollten. Die haben jetzt mal die Spree für 3 Sekunden geteilt und dann waren sie weg. Aber dafür haben wir mal die ganzen Fahrräder gesehen. Bei der Spree ist es ganz gut, die ist nicht so tief an den meisten Stellen. Und fließt nicht so schnell nach. Also an der Oberbaumbrücke, wie tief ist das da? 3 Meter oder was? Oder 2? 1? 3 bis 5 würde ich sagen. Doch, na, das finde ich aber schon tief. Da kannst du aber schon ein paar Zeugen verschwinden lassen. Bei 5 Meter Tiefe? Gott, ja, weil die Sichttiefe 2 Zentimeter ist. Was meinst du, was da liegt, wenn du das Wasser wegnimmst? Also direkt an der Brücke, an der Oberbaumbrücke. Also Fahrräder würde ich sagen, Klassiker. Fahrräder. Ich würde sagen, paar E-Scooter. Benutzte Kondome, Spritzen. Ich weiß nicht, also Kondome, ob die dann da... Ja, stimmt, Plastik zersetzt hier nicht so schnell. Ich frage mich, ob da ein paar Geld... Nein, ich meine aber wegen Fluss, dass es halt nicht in dem Moment, wenn es reinfällt, gerade runtersickert, sondern halt einfach mit dem... Ein Kondom wiegt mindestens so viel wie ein altes 5-Mark-Stück. Ich kriege immer ein 5-Mark-Stück oder Elle. Dem Magazin. Coupé. Robbenschlacht auf Genua. Okay. Ja, was Müll halt. Ich glaube, einfach richtig viel Müll, den die Leute einfach ins Wasser geworfen haben. Komm nicht vorwärts, ey. Ja, naja, das ist ja auch das schwierigste Teil, eigentlich der einzige Teil. Was ist denn, wenn man so eine, wie heißen diese Brücken, die nur eine Seite öffnen können? Eine Zugbrücke, eine halbe Zugbrücke. Sagt man Zugbrücke? Das ist doch bei der alten Burg, weil da gezogen wurde. Ja. Nennt das immer noch Zugbrücke? Ja, wird jetzt geschoben oder wie? Nein, vielleicht ein hydraulischer Arm und sowas, keine Ahnung. Hm. Hydraulikbrücke. Du willst eine Riesenrampe. Ja. Hm. Aber ist das nicht auch, gibt es nicht auch diese, oder ist das alles? Ich habe es gesehen als Geste und ich weiß es auch nicht besser als ihr gerade. Ich war so lange im Zug, ey. Es tut mir leid. Ja, ist schon okay. Wir sind alle gleich verstört hier. Ich meine, die Rampe bringt uns ja, also die müsste ja leicht angerundet sein. Von daher wäre es, glaube ich, ideal, wenn wir von der Achterbahn vom Looping den oberen Teil wegnehmen. Oh, da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich dran denke. Naja, aber dann können wir halt mit der Rundung hoch. Hatte Burns nicht mal einen Aufzug oder eine Rolltreppe in den Himmel gebaut? Ist das nicht generell die Rolltreppe ins Nichts in Springfield? Kann man die nicht erweitern? Ich meine, einer der Ansätze ist ja, das einfach mit, Gaußsche Röhre oder so, das mit Magneten zu machen, mit einem Magnetfeld. Finde ich gut. Was beschleunigt. Das heißt, du hast eine Röhre in der Erde und mit einem Magnetfeld, was blitzartig hochsteigt, wird halt ein metallisches Objekt darin beschleunigt. Eine Alternative auch zu einem klassischen Gewehr. Ja. Nimm das, Heckler und Koch, und das ganze Shady Business. Kann man das nicht wie so einen Supraleiter machen? Also, dass auf so einer, quasi die ganze Zeit auf so einer metallischen
Ebene sich die ganze Zeit nur abdrückt und hochschießt? Ich glaube, das ist das Prinzip. Achso. Also ich bin jetzt auch kein Experte für. Das Problem ist, wir müssen die Rotation der Erde mal kurz anhalten. Wieso? Ja, wenn wir auf so einer starren Ebene irgendwie hochgeschossen werden, die Erde sich weiter dreht. Ach so, der Mond. Wir müssen nur im richtigen Moment abdrücken. Ach so, das Berechnen, dass das ganz... Ja. Heidewitzka. Aber ja, dann darf ja nichts jetzt... Können wir es auf den Halbweg treffen? Das ist mit Astronautie so. Astronautie. Weißt du, was ich meine? Mit der Raumfahrt. Also, ihr habt es gehört. Ja, ich meine, du kannst ja nicht einfach irgendwann starten und dann, wenn du im Weltall bist, wartest du 2 Tage auf den Mond. Wenn wir irgendwie so ein Zeppelin oder ein Fluggerät hätten, dann könnten wir immer den Mond anpeilen, weil wir werden ja relativ schnell aus den Wolken. Ich glaube, der Mond ist auch schneller, als du denkst. Ja, aber die Erde ist ja auch sehr schnell. Ja, aber wenn wir im Weltall sind und die Erde unter uns rotiert und der Mond über uns, um uns. Ja. Dann spielt das alles nicht mehr so eine Rolle, wie das in Relation ist, weil wir nicht auf der Erde sind. Aber wäre es nicht so, dass wenn wir einfach weit genug draußen sind und dann der Mond an uns vorbeizischt, ja, er uns automatisch quasi in seine Anziehungskraft übernehmen würde, weil wir über diese golmonische Grenze gehüpft sind. Und dann wäre es nur noch... Und dann, ja, aber das... Und die Erdanziehungskraft ist ja... Quatsch, die Mondanziehungskraft ist ja nicht so stark wie in der Erde. Das heißt, wir würden noch ganz sanft dann runterkommen, oder nicht? Oder... Ich meine, wenn ich die Bilder... Also die Bahngeschwindigkeit des Mondes ist die gute Nachricht variiert... So elliptisch. Ja, weil sie auch ellipsoid ist. Und wenn wir sie an der langsamsten Stelle anpassen, dann sind es nur noch 964 Meter pro Sekunde. Wie schnell ist ein normaler Aufzug? Kein 964 Meter pro Sekunde. Auch der am Chrysler Building, der ist ziemlich schnell. Ich glaube... Der Aufzugswärter hat immer einen Kaugummi dabei, weil es ziemlich fix geht. Das ist doch dreifache Schallgeschwindigkeit, oder? Sagst plus, du. Minus. Schreibt uns, ist es die dreifache Schallgeschwindigkeit? Das kannst du doch mit deinem Teflon-Gerät da mal klären. Ja, Schallgeschwindigkeit ist ungefähr 300 Meter pro Sekunde, bin ich mir relativ sicher. Die Schallgeschwindigkeit. Der Mond hat doch auch 343 Meter pro Sekunde, ja. Nicht schlecht. Ungefähr. Der Mond hat doch auch ein Magnetfeld. Hat er das? Hat er nicht? Hat der Mond Pole? Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Dortmund, hat der Mond Pole? Ich höre jetzt zu tief drin, hörst du? Mit der Antwort hätte ich auch gerechnet. Was spielt das denn für eine Rolle gerade? Ich will es erstmal wissen. Ich dachte, wir würden in einer irgendwas, was Magnetfeld abschirmt, eine Bleikiste oder so. Weiß ja nicht. Eine Bleikiste ist sowieso keine schlechte Idee, weil wir aufgrund der kosmischen Strahlung, sobald wir aus dem Feld der Erde raus sind, Krebs kriegen auf der Reise immer. Haben das jetzt alle Astronauten gekriegt? Dein Krebsrisiko steigt auf jeden Fall, wenn du einen gewissen Punkt überschreitest und wenn wir da ewig mit unserem Zeppelin rumgurken. Selbst Stewardessen und Stewards sind gefährdet und auch die ganzen Verkehrspiloten, habe ich mal gelesen, dass das gar nicht so geil ist die ganze Zeit in ihren, welchen Bereich, Gammastrahlen und was kriegen die ganze Zeit ab? Jedenfalls, meine Idee wäre, wenn wir dann halt in der Mondanziehungsbahn sind und dann langsam oder schnell zum Mond rasen, dass wir ab einer gewissen Geschwindigkeit mit unserem Objekt mache ich die Kiste auf und dann habe ich einen ordentlichen Gegenpol und dann kommen wir auch runter, aber langsamer. Der Mond hat kein Magnetfeld mehr. Mehr hat er aber gehabt. Ja. Wo war, was, wie, was hat, was passiert? Deutet auf ein früheres dauerhaftes Magnetfeld des Erdmondes und damit auf einen ehemals oder immer noch flüssigen Kern hin. Dieser Otto. Magma oder was? Oder Mondma, oder wie wir uns dann nennen. Ja. Stimmt. Mark ist ja der Teil, der nach der Erde benannt ist. Deswegen ist es so ein beliebter Name Erde, in den 90ern. Erde wird ja auch Markt genannt. In den 90ern hießen alle Mark. Ja, naja. Die Frage ist immer noch, mit was sind wir da oben? Du willst eine Rakete, eine ganz klassische Rakete, ne? Naja, ich meine, das ist das Einzige, was schon mal auf dem Mond war. Haben wir hier nicht so ein Technikmuseum, wo so eine Rakete drin ist oder so? Ich sehe draußen immer noch mit der S-Bahn, wenn ich vorbeifahre, irgendwo so einen alten DC-10 oder sowas. Ja. Kann man die nicht umbauen? Klar. Oder dass man so mit einer DC-10 so hoch wie es geht fliegt und aus der aussteigt? Und springt von da aus.
mit so einer kleinen Zwei-Mann-Rakete weiter. Die Frage ist ja, sind die Raketen so groß, weil die sonst nicht dahin kommen würden wegen der Besatzung oder weil die generell so groß gebaut sind? Der größte Teil ist ja die initiale Schubrakete oder die initialen Schubraketen. Genau, die werden ja weggesprengt. Genau, die sind ja nur dafür da, um die Erdanziehungskraft aber zu überwinden. Aber hat Jeff nicht irgendwas entwickelt, dass man die wieder auftanken kann, dass man die mitnehmen kann wieder nach Hause? Ja, wenn du die aus dem Meer birgst, kannst du die wieder auffüllen. Siehst du? Die müssen ja nicht unbedingt kaputt gehen, das ist die Sache. Aber ich weiß nicht, was uns das an der Stelle bringt. Meinst du, wir können, bevor die Crew die bergen kann, holen wir uns die? Ich habe gerade eine Idee gehabt. Du kennst auch immer diese Kapseln, mit denen die Astronauten auf die Erde wiederkommen, die dann halt irgendwo ins Meer fallen oder. Die Soyuz-Kapseln sind es, glaube ich. Die kasanische Wüste oder sowas. Ja. Was ist denn, wenn wir halt erstmal mit so einem Flieger in All da rein, dann werden wir so ausgeklinkt und dann haben wir sowas wie so eine Sonnensegel und lassen uns von dem Sonnenwinden. Jetzt sind wir auf dem neuesten Stand der Technik. ja, das finde ich gut. Ne? Ja. Findest du gar nicht schlecht, ne? Ja. Ist auch nachhaltig. Wir müssen halt aufpassen, dass der Müllgürtel, der um die Erde herum ist. Ach, dass wir nicht gleichzeitig so ein Fangnetz sind. Ja, und das uns einfach das Segel zerschießt. Und dann haut uns so ein alter Premiere-Satellit uns schön so einen Riss in die Außen. Mit freundlichen Grüßen, Hugo vom Kabelkanal. Ja. Kirch reißt uns die Wände ein. Na gut, okay. Na, aber dann kommen wir hin. Wir sind ja auch erst 55 Minuten in der Folge. Mit was sind wir drin? Mit unserem Sonnensegelschiff. Das sieht dann auch so ein bisschen aus wie die Barge der Toten bei Sea of Thieves. Ja, die Frage ist die Landung. Wie kommen wir da langsam? Ich glaube, die Landung ist nicht so ein Problem, weil der Mond ja nicht so eine harte Anziehungskraft hat. Hast du nicht vorhin gesagt, das wäre eine ganz doofe Geschichte? Ja, der hat, aber wenn wir erstmal den Mond zu treffen, wird eine doofe Geschichte. Aber wenn er uns erstmal aufgesogen hat? Mit Sonnenwinden sind wir relativ schnell unterwegs. Wenn wir erstmal im Mondorbit sind, ist es nicht so mega schwer. Aber würden wir dann die ganze Zeit rumeiern oder würden wir durch Orbit elliptisch angezogen werden? Eventuell ist die eine Ellipse so, dass sie uns direkt in den Mond zimmern lässt. Nee, direkt in den Mond würden wir, glaube ich, nicht gehen. Wir würden ziemlich langsam runterkommen, glaube ich, weil wir nur ein Elftel unseres Gewichts hätten. Aber ich meine, der ein oder andere Asteroid knallt auch auf die Erde, beziehungsweise verglüht. Ja, aber der hat ja eine Eigengeschwindigkeit, die wir nicht haben. Haben wir nicht? Wir können die Segel einspannen. Und dann treiben wir nur noch die letzten Meter. Wir könnten ja uns noch so eine Feuerlöscher mitnehmen, die wir dann zünden kurz vor der Landung. Das ist nicht so. In unseren Drehstühlen. Weißt du was? Ich habe jetzt ein ganz bizarres Bild von dieser Kapsel, wo vier Bohrungen sind, wo da durch so eine Klappe dann die roten Feuerlöscher rausgehalten werden. Oben ist das silberne Sonnensegel und ich drücke zwei, die sind ja wahrscheinlich dann nur 1,50 Meter auseinander. Du wollen drückst ja Platz zwei, sparen, ja. Wir landen ganz sanft. Ja. Wir dürfen nur nicht alles verbrauchen, weil wir müssen den Mond wieder verlassen. Ja, aber brauchen wir da so viel Schub wie von der Erde? Nee, halt nur ein Elftel des Schubes wie von der Erde. Das geht halt deswegen relativ leicht. Aber wir können nicht mit dem Segel starten? Nee. Ah, ist ja scheiße. Okay, haben wir... Aber wir können ja mit den Feuerlöschern. Haben wir Raumanzüge? Sollten wir... Ich meine, haben wir richtige Raumanzüge oder ist das wieder irgendwas Gebasteltes, wo es heißt? Taucheranzug und ein Aquariumglas, geht schon. Wir dürfen bloß nicht verwechseln, dass wir, also nicht die falschen Flaschen anschließen, nicht, dass wir den Feuerlöscher anschließen und dann. Ich sag, es wird schon lustig für die ersten paar Sekunden. Ich wollte gerade sagen, es wird ein super Instagram-Video. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel Empfang wir da auf dem Mond haben. Also sicher besser als in Deutschland auf dem Land, aber. Du kannst ja später hochladen. So wie eingangs mit unserer Sendung. Dann steht er da, der böse große Laser. Ja. War das da eigentlich Dr. No damals? 2 Minuten. Wir sind 2 Minuten von der Stunde entfernt. Ja, das war nicht Dr. No, das war, ich weiß gar nicht, Moonraker war ja auch so ein hastig zusammengeschusterter Bond. So wie unsere Folge. Weil Star Wars gerade so beliebt war. Echt deswegen? Ja. Krass. Die Bond-Filme sind ja immer so eine Reaktion auf das, was gerade beliebt ist. Also die was sind ist ja denn gerade beliebt? Quantum Trost, was waren da gerade beliebt? Scheiße? Nee, schnelle Autos und das war das Jahr, in dem die Autoren gestreikt haben. Wer hat denn das geschrieben? Praktikanten? Ja, niemand. So wie die Leute, die hier halt Schicksal, alles verändert sich. Okay, dann
müssen wir da noch kämpfen oder gehen wir davon aus, dass der Laser eh auf so einen Timer gestellt ist? Wir drücken da schnell auf null. Wenn wir da lang genug warten und die Leute schon ewig auf dem Mond sind, sagen wir, die sind jetzt einen Monat auf dem Mond und haben da die Basis. Wer ist denn da? Na, die Leute, die die Mondbasis aufgebaut haben. Also sind das Leute, die auch selber gebaut haben? Das sind jetzt keine bösen Millionäre, die gesagt haben, baut das und dann macht die Erde. Naja, also sagen wir, die Schergen von Jeff Bezos. So, die sind jetzt einen Monat auf dem Mond. Die bösen Penisköpfe. Genau. Ja. Bei einem Elftel Erdanziehungskraft. Das heißt, deren Muskeln haben sich so abgebaut, dass wir da wie Superhelden durchgehen können. Das wird so eine Bud Spencer und Terence Hill Nummer für uns, so Klatsch, Bumm. Ja, ungefähr. Die können nicht mehr richtig zuhauen. Oh. Und wir kommen da von der Erdanziehungskraft gestählt an. Da kann ich auch nur das Spiel weiterempfehlen, was Philipp empfohlen hat, Slaps and Beans. Hast du es mal gespielt? Ich habe es mir gekauft. Super. Die Musik ist der geile. Du reißt dich die einzelnen Filme hin. Die Grafik ist 16-Bit-Grafik. Hat mich voll erwischt. Okay. Also bloß halt die Original. Die haben jetzt nicht quasi die Synchronen, die Sprüche in dem Sinne mit reinbringen können, sondern nur textlich. Ist es wie Monkey Island. Aber halt kein Point and Click, sondern immer wie nur Road Rage, nehme ich an. Ja. Ja. Und ich, Trottel, spiele Ring Fit und The Witcher. Ja, das ist natürlich auch ein geiler Scheiß, muss ich sagen. Aber mein Buch war durch und ich saß im ICE und ich brauchte was. Ja, ja. Gut. Also, ne, das ist echt kein Problem. Frage, die haben bestimmt geilere Ausrüstung, weil Jeff Bezos Geld hat, ob wir den einen oder anderen. Wir wollen ja niemanden töten. Aber, die haben ja Reserveausrüstung. Also. Beziehungsweise können wir die Leute ja in die, ich sag mal, in die Kantine setzen. Da ist ja auch Luft. Und dann sind die alle bewusstlos und ziehen wir die Anzüge aus und kommen dann halt mit den Jeff Bezos-Anzügen. Könnten uns natürlich auch zu den Königen des Mondes erklären. Nachdem wir allen einmal eins auf die Kauleiste gegeben haben, sagen wir, Freunde, wir sind jetzt eure neuen Könige. Bei uns kriegt ihr Pinkelpausen. Was meinst du, was da für ein Jubel losgeht? Und also, alle eure Anzüge kriegen Reißverschlüsse im Schritt. Ja. Wahlweise auch Klett, Mondklett, Doppelklett. Mondklett, ja. Das gefällt mir. Das heißt, wir bleiben auf dem Mond. Nee, müssen wir ja nicht, aber wir können ja erstmal eine Zeit, ja, ein bisschen Urlaub muss ja auch sein. Es gibt ja diverse Ideen schon, den Mond zu besiedeln. Wir könnten ja voll mit einsteigen. Ja. Hat ja auch Rohstoffe, der Mond. Und zwar gar nicht wenige. Seltene Erden oder was? Ja. Das ist erst, was du brauchst. Wasser, naja, Nahrung oder ein gutes Handy. Ja, das ist das Problem. Das ist das Dilemma. Da musst du ja auch entscheiden. Aber ich meine, so mancher Jugendlicher, wenn du den vor die Wahl stellst, ob er weiter Sauerstoff atmen möchte oder ein neues iPhone bekommt. Wir sind nach 3 Tagen gestorben, aber wir hatten iPhone 12, Kollege. 12. Jetzt schon. Ja. Ja. Und dann können wir einfach ganz entspannt mit Jeff Bezos Penisrakete zurück. Ach so, stimmt. Ist die denn da wieder aufgeladen? Gibt es denn irgendwas, was man vom Mond nutzen kann als Treibmittel? Ja, du kannst, glaube ich, aus dem ganzen Zeug auch Treibstoff gewinnen. Es gab mal ein Kurzgesagt-Video dazu. Ja, ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Ja, genau. Das theoretisch. Ja, ich meine, Jeff Bezos wird ja nicht nur für den Laser da oben sein. Ja, das stimmt. Der hat bestimmt auch eine ziemlich coole Tischfußball-Ecke oder so. Und dann, wenn er uns fragt, Jungs, wo ist mein Laser, können wir sagen, Jeff, haben wir bei deinem Nachbarn abgegeben. Hat Jeff Bezos nicht gesagt, bis 2025 alle Amazon-Lieferungen nur noch Drohne? Dann verdunkelt sich aber der Himmel, mein Freund. In den USA wahrscheinlich. Ich glaube, das ist in Europa nicht so einfach durchsetzbar. Alter. In den USA ist es ja ein bisschen liberaler, was so Blödsinn angeht. Aber also jetzt mal ehrlich, eine Drohne, die ein Paket hebt, das ist doch... Ja, das ist alles nicht so... Nee, das ist ganz... Ich glaube, er könnte das technisch durchsetzen, aber da gibt es halt viel, was dem im Wege steht. Ja, du brauchst halt einfach... Das Problem ist, du brauchst halt so ein Netzwerk, also so ein bisschen wie so ein Hive-Mind, dass du halt gewisse Stützpunkte hast, dass die Drohnen halt immer von Stützpunkt zu Stützpunkt fliegen können und dann halt immer die Kurzstrecken übernehmen und nicht halt einmal quer durchs Land unterwegs sind. Aber jetzt mal echt, alle Großstädte in den USA wären auch dunkel und laut. Ja, ich meine, du kannst ja auch, das funktioniert halt nur, wenn Leute ein Haus haben. Wie willst du in einem Wohnhaus
Ein Paket liefern mit einer Drohne. Ans Fenster. Ja, dann braucht jeder einen Briefkasten am Fenster. Naja, andere Fenster. Einfach nur noch über Scan auf und dann schießt dann Amazon-Drohne ein Paket rein. Ja, ich meine, mittlerweile dürfen die Amazon-Leute ja in die Wohnung rein. Also dann können die das halt dann auch. Es gab irgendwas Schönes zu, Wissenschaftler haben mal gesagt, wie teuer es wäre, den Klimawandel aufzuhalten. Und so die paar reichsten Männer der Welt, Bill Gates, Jeff Bezos und noch ein paar andere, könnten das im Alleingang stemmen, wären alles noch Multimilliardäre. Stimmt, die müssten irgendwie nur 5% abgeben oder sowas, ne? Kommt von, wie viele von denen du nimmst. Aber wenn du alle nimmst, also sagst du pauschal. Ja, da waren es halt, war es irgendwie mit 4 oder 5 Leuten durchgerechnet, die hätten immer noch 30 Milliarden übrig zwischen sich, die sich aufhalten. Das ist halt auch diese Sache, sind halt so Summen, die sie nicht spüren. Die werden sie im Leben nicht spüren. Ja, natürlich nicht. Also ich meine, was ist der Unterschied zwischen 30 und 100 Milliarden? Gut, aber dann würde ich sagen. Haben wir den Salat, ne? Oh, also den irgendwie. Mondsalat. Wir haben uns jetzt geeinigt auf diese komische Kapsel, die in den Space Shuttle erstmal hochgebracht wird, dann ausklingt mit Sonnensegel weiter und dann sind wir irgendwann über die galmonische Grenze. Premiere-Satelliten vorbei. Durchgekommen. Durch den Lagrangischen Punkt. Genau, Lagrangischen Punkt. Und dann sind wir in der Erdanziehungskraft, in der Mondanziehungskraft. Und dann kurz bevor wir aufklatschen, zünden wir durch die 4 gebohrten Löcher mit deiner Multitool-Fräse. Sehr gut, die 4 Feuerlöscher, die wir dabei haben, gehen halt raus. Die alle sind total schwach, weil die halt seit 11 Wochen da unter schlechter Bedingung beziehungsweise unter schlechten Anziehungskraft. Weniger Gravitation, Wir machen die Pitch-Patch platt. Yep. Dann nennen wir uns zum König, deren das König. Das ist schon echt ein guter, für einen Actionfilm ist das schon ganz schön gut, wenn du gerade ankommst, die Leute sind dann einfach total schwach. Danach schaue ich noch eine Folge Unser Hugi. Und dann bleiben wir da erstmal und die sind auch ganz froh, dass wir da sind, weil wir verändern die Bedingungen, die modernes Arbeitsbedingungen. Modernes Management. Ja, gut. Klingt nach einer runden Sache. Absolut. Ab zum Mond. NASA, meldet euch bei uns, wir haben die besten Ideen. Warum sind diese NASA-Pullis gerade in? Jeder zweite Hansel muss diese grauen NASA-Pullis tragen. Das fällt dir jetzt auf? Das ist ja jetzt schon eigentlich wieder im Abebben, dieser Trend. Ja, nicht, wenn du durch Deutschland fährst. Dann siehst du in Berlin und dann 2, 3, 4 Monate später siehst du sie in Bitterfeld. Ja, die NASA-Bitches. Ja, aber wo kam, was ist denn das? Ist das ein Instagram-Post oder was? Ach, weiß ich auch nicht. Ja, H&M hatte die halt eine Zeit lang. Echt? Oder haben die immer noch? Ja. Das ist einfach H&M. Im nächsten Monat sind die Spetsnuts in oder so. Ach, scheiße, man sieht es ja nicht. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Die haben so eine geile Aufwärmbewegung, weil das ist ja halt alles das Thema und die sind ja alle weich. Und wenn die sich halt aufwärmen, dann machen die halt irgendwie nicht so, sondern machen die halt machen so eine komische Schlangen-Tanz-Zappel-Bewegung. Dirk tanzt gerade wie so eine Mischung aus Schlagerstar der 70er und Gorilla. Aber wenn du so einen Spetsnaz-Künstler, also Meister siehst, wie der jemand platt macht, dann hast du das Gefühl, der tanzt den an und reißt den kaputt dabei. Es gibt wenig Worte aus dem Russischen, die sich schön sagen lassen, aber Spetsnaz gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Schönes Wort. Das ist auf jeden Fall ein Kosename, ne? Oder, mein Spetsnaz. Vielleicht sollte ich Russisch lernen mit Duolingo als nächstes. Ja, stimmt. Plattdeutsch ist leider nicht drin. Ja. Vielleicht probiere ich es ja mal mit Italienisch. Ich bin gespaltener Meinung darüber. Du hast es, aber du liebst es auch. Nee, es ist halt ganz lustig. Die Frage ist halt, für mich ist es ein bisschen zu viel Spiel, weil vieles halt einfach für nur. Für dich ist zu viel Spiel? Ja, für mich ist es halt das einfach. Das Spielkalb schlechthin? Na, aber anstatt halt die Sprache zu lernen, ist halt oft einfach der Anreiz, machst du die Sachen einfach nur, um das Spiel zu erfüllen, um das richtig zu machen? Dieses ganze, du bist von dem Platz 5 runtergeflogen, üb jetzt weiter und so. Nein, so viel kann mein Gehirn nicht aufnehmen an einem Tag. Ich will mir schon ein bisschen was merken. Und oft sind halt einfach Sachen, für die es keine Erklärung gibt, weil Duolingo ist ein bisschen, du lernst die Sprache, wie ein Kind es lernen würde, indem du halt den verschiedenen Worten ausgesetzt bist und halt erstmal Sätze hörst und Sätze nachsprichst und Sätze wiederholst. Aber du schreibst nicht, wie du es hörst. Du schreibst auch, doch, das kommt später. Aber du weißt dafür erstmal, wie man es schreibt. Also es wird dir erst ein paar Mal gezeigt. Aber es ist halt, trotzdem habe ich halt manchmal einfach, weil du erwachsen bist inzwischen, mehr oder weniger. Sagst dir immer wieder. Aber du hast halt dann einfach mal grammatische Fragen und die erklärt das Spiel halt nicht.
Okay. Also das ist, du sollst mir die weißt Sprache halt nicht, erfüllen. Ja, warum ist es halt einmal der Artikel und einmal der? Hat das was mit dem Geschlecht zu tun? Woran erkennst du das Geschlecht in der Sprache? Ja. Etc. pp. Und das ist halt, das wird dir halt nicht richtig erklärt, sondern es wird halt einfach so am Beispiel gesagt. Also wie gesagt, das ist halt wie Kinder das lernen, ne? Du wirst halt dem ausgesetzt. Aber manchmal würdest du halt als Erwachsener einfach einen Sprung machen, wenn dir kurz mal erklärt wird, warum das so ist. Das heißt, macht dich ein bisschen wütend, das Ganze. Ja, aber das ist auch gut. Wütend lernt man am besten. Du lernst Niederländisch damit, ne? Ja, ich spreche nur ein bisschen Niederlands. Ich wollte gerade sagen, ob du jetzt unsere Zuhörer auf Niederländisch verabschieden könntest. Danke wel, tot ziens. Das heißt, vielen Dank, mach's gut, oder was ist tot, ja, tot ziens? Tot ziens ist Wiedersehen. Okay. Ja, dann auch von meiner Seite, falls ihr Fragen, Anregungen, irgendwas habt. Fürnüsse@gmail.com. Meine Herren, ey, ich habe nur diese eine Pimmel-Dings und jedes Mal nimmt er mir. Fürnüsse mit Dirk und Klaus, YouTube, Kommentare. Dankeschön. Also, ne? Dui. Ja.